meine Lieben, willkommen bei einem neuen Video zur Reihe Beauty Tabus. Heute widme ich mich mal einer Problematik, die man als Frau besonders sieht. Jeden Tag, wenn man in den Spiegel guckt, guckt man vielleicht noch ein bisschen kritischer und beäugt seine Haut und sein Gesicht. Und wenn ihr auch solche Fanatiker wie ich seid, die wirklich alles ausprobieren, was es zu diesem Thema gibt, die sich wirklich damit beschäftigen und gar nicht genug Hautpflegeprodukte zu Hause haben können und wirklich alles ausprobieren, für die ist dieses Video heute gedacht. Ihr habt es ja schon im Videotitel gesehen, es geht heute um empfindliche Haut, sensible Haut, trockene Haut und vor allem um Poren. Große Poren, das ist etwas für mich, da achte ich genauso drauf wie zum Beispiel auf Falten. Falten und große Poren lassen einen älter wirken. Wenn man sich Kinderhaut anguckt, die sind nicht nur faltenfrei, sondern auch porenfrei. Man sieht nicht eine Pore. Und ich habe mich ja, wie gesagt, ein bisschen damit beschäftigt und möchte dieses Wissen heute an euch weitergeben. Und ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, mit denen ihr wirklich eure Haut verwandeln könnt. Es ist unfassbar. Ich bin so heiß drauf gewesen, dieses Video zu machen. Also die Pore an sich, die produziert erstmal Öl, Fett, Talg, Sekrete, damit unsere Haut geschmeidig bleibt, um sie zu schützen vor Umwelteinflüssen. Das macht sie auch alles ziemlich toll. Es kann aber auch sein, dass wenn wir unsere Haut nicht richtig pflegen, nicht genug reinigen oder sagen wir mal die alten Hautschüppchen entfernen, dass die Pore dann diese Sekrete, die werden hart und ja, die Pore verstopft dadurch, dass diese Sekrete dann nicht mehr abfließen können und dann entzündet sich das. Man nennt das auch mit ersauren Pickel, das Ganze. Und die Pore, das ist dann so, wenn dieses ganze Zeug, wenn das darin so hart wird und verstopft, dann wird das auch, die Pore, die wird dann gedehnt dadurch. Und je länger man also wartet und je länger der dicke Mitesser da wächst und hart wird und der leiert die Pore aus, sagen wir es einfach wie es ist. Also die Pore wird ausgeleiert und wenn der Mitesser dann raus ist oder die Unreinheit, was auch immer, dann ist die Pore groß und die wird auch nicht mehr kleiner. Und ganz egal, was irgendwelche Firmen euch auch erzählen wollen, eine große Pore, die wird nicht mehr kleiner. Wenn ihr euch da irgendwelche Primer drauf knallt, weil die jetzt draufsteht, das wird jetzt Poren kleiner, Poren feiner, Poren was auch immer, dann ist es so, dass da Silikone enthalten sind, also so Mittel, damit ihr das Loch stopft, sozusagen. Es sieht so aus, ist aber die Pore wird definitiv nicht kleiner. Wenn sie kleiner, also wenn sie ausgeleiert ist, ist sie ausgeleiert, die kriegt man auch, womit auch immer, man bekommt sie vielleicht kurzzeitig oder optisch kleiner, aber sie ist so wie sie ist. Also können wir nur eins tun. Dafür sorgen, dass diese Pore nicht mehr verstopft und die anderen, die noch nicht ausgeleiert sind, möglichst zu befreien und dafür zu sorgen, dass die Poren nicht ausleiern und so fein bleiben, wie sie jetzt sind. Eine gute Sache hat es, wenn man zur fettiger Haut neigt, bekommt man später Falten. Hat auch seine Vorteile. Also trockene Haut neigt eher dazu, Falten zu bekommen. Jetzt ist es so, je älter ich werde, ich stelle fest, meine Haut wird immer trockener. Je älter ich werde, früher hatte ich das nicht so, das Problem, ganz im Gegenteil. Mittlerweile wird meine Haut immer trockener. Und das sehe ich mit Schrecken, denn wie gesagt, trockene Haut wird schneller faltig. Also die Tipps, die ich euch auf jeden Fall geben kann. Der eine Tipp ist, wascht euch die Hände viel und fasst möglichst wenig in euer Gesicht. Dadurch könnt ihr zumindest schon mal verhindern, dass sich Bakterien in eure Haut eindringen und nisten und irgendwelche Sachen sich noch entzünden und dadurch entstehen auch deutlich weniger Hautunreinheiten. Je öfter ihr euch ins Gesicht packt, ihr werdet mal darauf achten, wenn ihr viel so macht oder viel, was weiß ich, irgendwo an einer Stelle, ne, so. Ihr werdet feststellen, gerade da, wo ihr viel anfasst mit euren Fingern, da sind meistens auch, da entstehen die Pickel. Ebenfalls ein ganz wunderbarer Tipp, den ich euch geben kann, gerade wenn ihr ja auch so Angst vor Falten habt wie ich, dann Wasser. Je mehr Wasser ihr trinkt, desto
besser sieht eure Haut aus. Und jetzt sagt ihr schon so, ja, ja, ist ein ganz toller Tipp, habe ich ja noch nie gehört. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Frau gesehen. Da gibt es in den sozialen Netzwerken gab es mal eine ganze Zeit lang so einen Hype um eine Frau, die, ich glaube, 3 Wochen lang wahnsinnig viel getrunken hat. Nur Wasser und ich glaube 4 Liter am Tag. Also die hat wirklich viel getrunken. Also ich bin froh, wenn ich 1 Liter am Tag schaffe. Wenn ich 1,5 schaffe, bin ich schon sehr stolz. Und so bin ich überhaupt auf diesen Trichter des viel Trinkens gekommen. Ich habe das natürlich, jeder von uns hat das schon mal gehört. Seien wir doch mal ehrlich, jeder von uns hat das schon mal gehört. Trink viel, bla bla bla. Aber diese Resultate, die sie hatte, ne, sie sah wirklich aus, als hätte die sich irgendwie Hyaluron überall hingespritzt. Die sah wirklich aus, aufgepolstert und so weiter. Wenn ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt habt, davon gehe ich aus, wisst ihr alle, was einem geraten wird. Die Pore zu öffnen, also ein sanftes Peeling. Es wird dazu geraten, sich abends abzuschminken und Produkte zu benutzen, die diese Talgproduktion so ein bisschen einschränken. Ne? Also wir wollen ja unserer Haut schon die Chance geben, ihren Job zu tun. So, vor ein paar Monaten erreichte mich dann eine E-Mail einer Marke. Das passiert häufig, ich gebe es zu, ich bekomme häufig Produktvorschläge zugeschickt. Also per E-Mail, ne, dass sie sagen so, hey, willst du mal dies testen, willst du mal jenes testen? Und wenn es um Hautpflege geht, da werden meine Augen ja immer groß und meine Ohren immer spitz. Und jetzt ist es eine Marke aus der Schweiz, die allerdings viel in der Apotheke verkauft. Jetzt ist es so, ich habe mir die Seite angeguckt und dachte, okay, das ist mal was total anderes. Also das habe ich vorher in dieser Form überhaupt noch nie gesehen. Und war da sehr neugierig drauf und habe gesagt, okay, ich probiere das. Dann ist es bei Hautpflege immer so, da will ich euch nicht sagen so, hey, ja, das ist total dofte oder dies oder das ist total kacke. Ihr wisst, ich bin ja doch recht anspruchsvoll und nehme kein Blatt vor den Mund, wenn mir was nicht passt. Aber da habe ich mir wirklich Zeit genommen, das ausgiebig zu testen. Schon nach 3 Wochen war das wow, wirklich wow. Jetzt musste ich aber tatsächlich mit diesem Video sehr lange warten, weil die Seite, wo man diese Sachen bekommt, die ganze Zeit im Aufbau, Umbau gewesen ist. Die normalerweise ist so, die schreiben mich an, du kriegst das Produkt und dann, dann war es das so. Ne? Dann sagst du denen vielleicht noch, vielleicht gibst du denen noch ein Feedback, vielleicht machst du da ein Video zu, vielleicht erwähnst du das in einem Video, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hörst du auch nie wieder von denen und die auch nie wieder von dir. So ist es. Nun ist es so, dass ich tatsächlich mega begeistert von diesem Produkt gewesen bin und ich habe der Marke, und ich sage euch das jetzt, damit das nicht die ganze Zeit hier so ein Geheimnis ist, es geht um Fila B. Fila B. Und wie gesagt, ich habe Fila B ausprobiert und war davon wahnsinnig beeindruckt, weil für mich, es hat meine Haut wirklich verändert. Ich muss es einfach sagen, es hat meine Hautpflege verändert, es hat meine Haut verändert und auch mein Denken über Hautpflege generell. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier ein Paket schon mal geöffnet. Das ist Hautpflege. Jetzt denkt ihr so, hä? Ist das hier wieder so ein Tuch, was man aufs Gesicht legt, so eine Gesichtsmaske oder so? All das, was ich euch gerade gesagt habe, was man machen soll, ne? dass man sich viel abschminkt, dass man auf seine Haut achten soll, dass man sie sanft peelen soll, reinigen, pflegen soll, dass man etwas benutzen soll, was die Haut reguliert, ne? diese Talgproduktion, dass man die in den Griff bekommt, dass die Haut wieder zu sich findet und so weiter, ne? Dass die nicht so viel produziert. All das macht dieses Tuch. Das ist ein jetzt noch trockenes Tuch. Ich zeige euch das mal, vielleicht sieht man das. Ist ein Mikrofibrillentuch. Mikrofibrillen sind noch feiner als die Mikrofaser, die man schon kennt. Wirklich, wirklich super fein. Es hat 2 Seiten, eine raue und eine ganz weiche, flauschige Seite. Und diese flauschige Seite ist auch die Seite, die man benutzt. Wie man das genau anwendet und wie ich das anwende und so weiter, das werde ich in einem gesonderten Video noch vertiefen. Das ist jetzt noch ein trockenes Tuch. Da sind Wirkstoffe drin. Da sind tolle, natürliche Wirkstoffe drin. Da sind keine Parfums drin. Da sind keine Parabene, Mineralöle oder sonstige Sachen drin, die meine Haut, die man in eine Creme zum Beispiel packt, ne, die dann in meine Haut sind.
denn wenn ich es auf meiner Haut auftrage, dann wird es ein Teil meiner Haut und ich will kein Mineralöl in meinem Gesicht und ich will auch keine Parabene, Silikone oder Parfums in meinem Gesicht haben. Deswegen ist es für mich so ein, es hat mich wahnsinnig fasziniert, weil eben durch diese Mikrofibrillen wird meine Haut gepeelt, die Pore wird geöffnet, da sind Sachen drin, die meine Haut reinigen, aber gleichzeitig, ich benutze jetzt hier zum Beispiel Moisturizing eben gegen trockene Haut. Es trocknet, also wenn man das, jetzt denkt ihr so, hä? Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich war auch erst so total Fragezeichen, hä, wie funktioniert das? Ich dachte vielleicht, als ich das erste Mal benutzt habe, dachte ich so, okay, jetzt müsste das vielleicht schäumen, irgendwas machen, duften, irgendwas machen, wenn man es aktiviert, aber es wird einfach nur feucht und dann, es duftet nach gar nichts. Es riecht wirklich absolut nach nichts, es ist kein Duftstoff drin oder irgendetwas. Du reinigst damit deine Haut, reinige damit meine Haut und dann merkst du, so 15 Minuten, es ist kein Spannungsgefühl, aber du merkst, die Haut, die baut da wieder was auf. Ich habe mir mal vorhin den Spaß gegönnt, euch meine Haut zu zeigen, einmal ungeschminkt und dann geschminkt. So gut ich das eben mit meiner Kamera einfangen konnte, habe ich euch gerade genau meine Problemzonen, Porenzone gezeigt. Das ist dieser Bereich. Hier habe ich die größten Poren. Und am Kinn eigentlich. Also es war wirklich so, vor 5 Monaten waren meine Poren weitaus größer und die Hautunreinheiten viel größer. Jetzt ist meine Haut viel reiner geworden und dadurch wirken meine Poren viel, viel, viel kleiner. Oh, wie lange cremt man sich ein? Jahrelang cremt man sich ein. Man cremt sich und dieses Gefühl, eine Creme hat ja einen Soforteffekt. Du cremst dein Gesicht ein und schon denkst du, jawohl, ne? Irgendwas passiert da jetzt. Ne? Du hast so einen Soforteffekt. Bei den Tüchern dauert es ein bisschen länger und die Haut, die stellt sich um und das dauert auch ein bisschen, bis sich die Haut und bis man sich selber auch daran gewöhnt hat. Wenn ihr darauf neugierig geworden seid, findet ihr unten auch einen Link. Schaut euch das auf jeden Fall an. Also meine Haut ist wie verwandelt. Ich benutze die ausschließlich. Ich konnte tatsächlich durch dieses Produkt hier mich reduzieren auf das Tuch, eine Augencreme und für tagsüber eine leichte Feuchtigkeitscreme für unter das Make-up einfach. Aber ansonsten, ich brauche kein weiteres Produkt mehr zum Abschminken. Ich brauche keine Abschminktücher mehr. Ich brauche keine Nachtcreme mehr. Ich brauche vieles nicht mehr. Ich brauche auch deutlich weniger Puder. Ich brauche deutlich weniger Make-up, weil einfach die Haut besser und schöner aussieht. Und je besser und schöner deine Haut aussieht, desto weniger Produkt an Make-up brauchst du. Selbst meinem Mann, der nun wirklich für sowas, für Feines, für sowas mit so einem feinem Auge, der für sowas nicht so das wahnsinnige Gespür hat oder darauf sehr achtet, hat gesagt, dass meine Haut wirklich besser aussieht. Der hat gesagt, irgendwas ist an deiner Haut anders, das sieht irgendwie schöner aus. Also wenn das mal kein Kompliment ist. Ich danke Filav wirklich, wirklich sehr dafür, dass ich dieses tolle Produkt ausprobieren durfte. Ich kann es mir auch nicht mehr wegdenken, ganz ehrlich. Wenn man einmal was gefunden hat, was wirklich funktioniert und was die Haut so, mit was man mit einem guten Gewissen dann auch nehmen kann, weil da so viele Sachen einfach nicht mehr drin sind. Ja, und das täuscht einem nicht vor, dass irgendwas Tolles mit deiner Haut passiert ist. So wie Silikone zum Beispiel, wo du denkst so, ja, Wolski, ich habe jetzt eine tolle Poren, feinere Poren und so weiter. Also es täuscht einem nicht irgendwas vor, was mit deiner Haut ist, sondern deine Haut wird besser. Und das ist toll, das ist richtig toll, das kann ich euch nur empfehlen. Und darauf trinke ich jetzt ein Glas Wasser mit euch. Ja, direkt verschluckt. Filav hat mich gefragt, nachdem ich ja in wirklich engen Kontakt in den letzten Monaten mit ihnen gestanden bin, weil ich ja wirklich sehr begeistert gewesen bin. Und wenn ich so begeistert von etwas bin, dann teile ich das auch. Nicht nur mit euch, sondern auch mit den Marken. Dann schreibe ich auch zurück und sage, wow, geiles Zeug macht ihr da. Wirklich geiles Zeug. Und die haben mich gefragt, ob ich ein
Video für die produzieren wollen würde, wie ich dieses Produkt verwende. Das habe ich getan. Also ihr seht mich auf der Seite unter diesem Produkt wieder. Da zeige ich euch, wenn ihr wollt, wie ich das benutze. Ja, zusammen mit den ganzen anderen Tipps wünsche ich euch eine porentief gereinigte Haut. Feine Poren. Denkt dran, je besser eure Haut aussieht, desto weniger Zeug müsst ihr euch nachträglich ins Gesicht klatschen, desto jünger und frischer und toller seht ihr aus, und zwar immer. Und ja, das sollten wir uns alle doch wert sein, nicht wahr, meine Damen? Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.